Jo Leute, was geht ab? Der Phil am Start hier mit einer neuen Burnout Paradise Remastered Folge. Ja, im letzten Rennen sind wir auf die Jagd gegangen nach zwei Autos und nach Zeitrekorden auf den Strecken und haben auch noch beide Wagen gekriegt und das war ein hier der Manhattan und der andere der Carson Grand Marais. Zum Abschluss der letzten Folge sind wir noch die Burning Route gefahren von Manhattan. Und haben hier diesen Custom gekriegt, der nicht mehr in diesem pinken Ton halt ist und diesen Flammen drauf hat, sondern hier im soliden Neujahrsseil, sage ich dazu. Auf dem Bild sieht es eher braun metallic aus, so kupferfarben mit Stadtflammen, diesmal Tribals Design. Nette Bude an sich. Eine Barrel Roll haben wir leider damit nicht hingekriegt beim letzten Stuntrennen. Naja, der Tag wird kommen, da werden wir es auch mal schaffen. Ist auch eine gute Stabilität, hat die Sack. Hat jemand hätten, kann man auch gut in Road Rages nehmen. Und ja. Ach komm, wir nehmen den jetzt einfach und fahren Road Rage damit. Erstmal reparieren. Road Rage mit denen, aber wir können auch noch davor noch ein Marketman fahren mit ihm, da er gut gerüstet ist. Wir können uns die Gegner hoffentlich nicht so hart zudrücken. Oh, jetzt bin ich so langsam für die Strecke. Egal. Na okay, da war auch ein Marketman. Wir fahren aber das hier oben. Du bist die Beute. Mach dich bereit. Du bist hier. Erreiche den Waterfront Plaza im Nordosten, bevor deine Gegner deine Karre schrotten. Kommst du heil an, wird dein Erfolg in der Lizenz verzeichnet. Alles klar, gehen wir mal hier mal Stoff. Wo sind die Jäger? Oh. Deine Gegner in Markman sind immer hartnäckige Jäger. Mit einem stabileren Wagen hast du bessere Chancen, ihre Angriffe zu überstehen. Schön doch mal, ich lebe doch noch. Boah, der knattert hier aber auch rein. Nein! Logik? Okay, jetzt wird's enge Kiste. Ich glaube, wir haben noch. Nee, wir haben. Noch können wir uns retten. Ja, gut, eine Stuntkarre. Ist ein bisschen backig, wenn die uns im Heckring, nein, donnern, nicht Pfeiler, nein, nicht Auto. Hat man ja gesehen. Bei den beiden Takedowns, die wir kassiert haben. Dritten, traut euch nicht? Ah, gut, eine Werkstatt. Damit sind die zwei Takedowns, die wir kassiert haben, Geschichte. Genau wie der. Mein Takedown verpasst. Oh Gott, der ist ja unsichtbare Kanten, Alter, ey. Hier durch, wenn wir durch die Lüfte fliegen. Die Gegner sind weg auf einmal und ach nee, da sind sie ja. Und wir sind heile angekommen am Waterfront Plaza. ...20 Siege noch. Halte nach dem Montgomery Hyperion Ausschau, während du durch die Straßen von Paradise City cruise. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Ich hab einmal gesagt, es kommt irgendwann diese Flaute, wo wir nicht mehr mit Autos zugebombt werden. Letzte Folge zwei Autos. Jetzt schon wieder einer. Wann kommt wohl diese Flaute? Ah ja, und dann Big Surf Island fahren wir auch noch. Bald. Sehr bald. Und los geht er. Ein Road Rage. Das ist ein Road Rage-Rennen. Schrotte die Konkurrenz, bevor sie dich platt macht oder die Zeit abläuft. Crashe in der ganzen Stadt die benötigte Anzahl Wagen, um deinen Erfolg zu verbuchen. Mein erster Erfolg. Oh, guck mal hier, der Carson Fastback. Das war mal. Danke, Reese. Der Spielzeit zurücksetzte. Okay, zwei Takedowns haben wir.
Oh, eigentlich ein Grinder, aber... Geil. Weiß hier mit dem... Oh Gott! Oh, ich hab neu gekriegt. Ist der Ziel erreicht. Egal. Weitermachen. Oh, der knackige Sound, ey. Der Zug gegen die Wand enden. Ich fahr die jetzt auch im Arsch, wie die hier vorhin beim Marketman. Oh, Bus. Das ist der 8. in Folge. Okay, ihr wollt nicht. Da vorne fahren sie wieder. Von rechts kamen auch zwei. Wieder ein Fastback. Yeah, oh, danke. Sonst wäre der weitergefahren. Mann, der ist auch so geil, der hinter mir fährt. Okay. Haben wir schon 12? Out, dem Auto ist schon. Also der konnte auch nicht mehr nach links. Was würde ich als Chassis-Check nehmen? Er hatte der Fastback von Stabilität von 5. Er will sich einfach so einfach in die Wand drücken. Ah, hallo. Wow, 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 Alter. Die dumme Sau, Alter. Oh! Gib mir selbst jetzt Facepalm für diese Aktion. So, hat der auch seine Quittung gekriegt. Mal wieder diese Zeit. Haben wir schon mal jemals 20 geknackt? Wow, 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 Alter. Komm, den haben wir aber noch gekriegt, Alter. Aber er will uns nur 19 wert machen. Uns wären auch noch 19 Siege. Ach Gottchen. Okay, Tormit. 17. War wieder eine Burning Route. Ja, hier den Zeitrekord geknackt. Und jetzt. Jetzt was Zeit für ein Showtime. Drücke die L1-Taste, wenn du einen Showtime-Rekord aufstellen möchtest. Und stürze dich in den Verkehr, um Boost und Dollars zu verdienen. Drücke die Boost-Taste, damit dein Wagen springt und richte Chaos an. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen Sachschaden anrichten. Oh. Ach, den Bus haben wir schon. Okay. Ups. Haben wohl die anderen Autos mitgeholfen. Noch wieder abspringen. Busse sind hier Multiplikator. Und das Ganze wird dann zusammengerechnet halt. Jede von 10 Autos bringt uns wieder. Wir haben jetzt wieder 30, haben wieder mehr Boost. Gebt mir den Bus. Und der Bus wird uns auch noch auf. Eigentlich schon. Wir waren bloß 250.000 Schaden hier angerichtet, aber wir
können ja noch weiterhelfen. Den Bus haben wir auch schon getroffen. Und das Auto sieht ja auch nicht mehr so allzu gesund aus. Wow, wow, wow. Bam. Zack, weggepokt. Oh, oh, oh. Schilder bringen uns auch was. Ein bisschen Cash ist. Paul, drehst du um, kommt da. Oh, ganz knapp. Ah, den Bus haben wir auch noch gekriegt. Hier wäre das Auto noch dran gewesen. Man, das Auto ist ganz schön zerbeult. Das ist schon eine lustige Angelegenheit. Wenn man sehen kann, wie man das Auto so derbe zerbeulen kann. Ist eigentlich nur größtenteils das Chassis hier übrig. Danke. Oh Gott, ey. Total verrückt, ey. Und noch ein Bus. Junge, entspann dich, Alter. Der kommt noch mit. Oh lala. Man könnte es so an die Autos ewig lang ziehen, aber irgendwann ist es noch drin. Ich weiß nicht, ob die Autos dann weniger werden, ob dann. Kommen. Wir haben jetzt so schon ohne Multiplikator die Zielpunktzahl erreicht. Jetzt denke ich ja keine Busse taken müssen. Nein, nein. Ach komm, ich wollte. Ja, komm, komm. Nein, warum haut der Bus ab? Komm, komm. Nein, oh, da wäre... Ja. Und der Bus hat der ohne der NPC drin. Ja. Du hast den Zeit- und Showtime-Rekord eingefahren. Du bist Held dieser Straße. In welchen Straßen willst du noch regieren? Das sind 4 Millionen, oder? 4,7 Mios, ey. Und wie Sie sehen, ist die Straße Gold unterlegt. Ja, das war so ein Showtime-Event, was man ohne mehr machen muss, wenn man die Zeit, die Straße auf Gold haben will. Ja. Fetzt schon, ne? 4,7, Alter. Ey. Zählt da jetzt auch vielleicht. Online sind vielleicht ein paar hartere Zahlen damit bei, weil welche die dann nie aufhören. So, es war nur eine Barrel Roll offen, die ich eigentlich später machen wollte, aber ich versuche sie jetzt nochmal. Ein Stuntrennen? Kombiniere mit Boosts und Drifts die wildesten Sprünge, Rolls und Spins, um innerhalb der Zeit die vorgegebene Punktzahl zu erzielen. Und hier in der Nähe müsste ja dieser perfekte Spot sein. Ist er ja auch da, jetzt rechts, aber da. Komm, ich bin noch. Ich wollte eine Rolle. Ach, mein Gott. Jesus, ey. Der kann mir auch nicht helfen. Ne? Wow, wie schlecht ist die Kombo. Okay. Jetzt hat's rückgekommen. Yeah! Oh, nein! Ach, Mann, warum kommst du so auf? Hat er natürlich nicht gezählt. Aber wir haben eine Rolle hingekriegt, sind aber falsch. Bisschen blöd gelandet. Belastend. Whee! Ja, Mann, wir haben ja jetzt eine hingekriegt. Haha. Und auch perfekt aufgekommen. Oh.
Einmal den Sprung damit, weil die Locations macht es sehr möglich. Oh, okay, okay, den haben wir wiederholt, alles klar. Denn halt nicht. Geht jetzt hier lang, geht hier lang und hier nochmal lang. Sprung, Sprung, Sprung. Durch den Flugzeugträger nochmal durch. Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ja, und das geht ja hier fix. Und jetzt halten wir einfach mal an. Also, 700 Riesen. Wie gesagt, hier so eine Stadt und so ist dann drin, die gehen, wenn man die richtigen Locations halt kennt. Kann man da auch gut Punkte machen. So. Der Montgomery. Montgomery hier? Hier Kalkül? Fährst du hier zufällig herum? So, wir holen jetzt den Carson Grand Marais raus. Weil wir wollen ja von ihm hier auch noch die Burning Wood haben. Oh, ist sogar ein Crash-Auto. Okay, er kommt langsam in Fahrt, aber ist dann halt nicht mehr zu bremsen. Eieieiei. Guck, wenn ich wissen. Oh, der Sound ist geil. Gefällt mir. Fliegen wir mal durch die City. Fahren noch die Burning Route von ihm. Und dann mal schauen, wie weit wir denn sind. Also mit dem Bremsen geht's. Also ich hab da jetzt nur eine Kurve jetzt hineingeschwenkt, Alter. Alter, Alter, Alter. Ah. Der war nicht so lebensmüde und hat noch drin gelenkt, ey. Aber ich sitze da eh niemand ansteuern. Das ist die Burning Root. Geradeaus. Genau hier. Ja, wenn es ohne Andeckung wäre, wäre es doch perfekt gepasst. Ja, springen wir nochmal. Jetzt donnern wir mal die Burning Wood noch ab. Rase zum Wildcats Baseball Stadium im Südosten. Die Zeit läuft. Eine Minute sechs. Von da bis da. Er lenkt du da sich auf wie im Bus. Das hätte der richtig hineinprügeln, ey. Okay, okay. Halt, nein! Oh. Oh Gott, ja, zum Glück haben wir so eine dicke Panzerung noch an uns. Aber nicht für so einen T-Bone, an so einen ollen Clio. Fahr weiter! Ja, das hat Bucket vorne, aber egal, lass mir!
Ja, das war die Wand. Okay, jetzt nur noch geradeaus. Nichts ran, nichts ran, nichts ran. Oh Gott, ja, links wieder. Und da haben wir es. Unser Rad vorne links. Es muss mal neu gewuchtet werden und der Scheinwerfer vorne auch. Du bist der ultimative Heizer. Zur Belohnung erhältst du einen Carson & Bennett Grand Sicilian. Erwartet auf dem Schrottplatz. Hat man nicht eigentlich, oder wurde es nicht so gesagt, dass die Burnout-Version eine verbesserte Version von den Wagen halt ist? Aber ich den so gesehen habe, war der ganz schön zugeballert. Naja, wie man es halt kennt, ne? Diesen alten Film, Hollywood-Star, ne? Der hat ein bisschen zugeballert. Wir schauen uns den noch mal ganz schnell auf dem Schrottplatz an. Und mal sehen, was dazu für ein Text steht. Geht da. Keine Sorge, die Kugeln haben die wichtigen Teile verfehlt. Dieser sizilianische Monster verfügt über zusätzliche Boostkraft, sodass du über alle Grenzen hinausschießt. Alles klar. Sicher, dass der die wichtigsten Teile verfehlt hat, weil ich sehe da ein paar Angelsesser vorne im Motorraum. Okay, aber die werden sich dabei schon was gedacht haben, ne? Oh, Startschwierigkeiten. Aber dann, wenn der Motor erwacht ist, Alter, schreit er seine brachiale Kraft heraus. So. Wir reparieren den mal hier ganz kurz. Und fahren wir nochmal zum Abschluss halt mal ein bisschen länger. Marketman nochmal. Jetzt bist du das Opfer. Du bist hier. Die anderen Fahrer folgen dir zur Naval Yard im Südwesten. Kommst du heil an, wird dein Erfolg in der Lizenz verbucht. So, ab. Gitter lenken ist immer noch jetzt auf höchste Geschwindigkeit eine Schwersache. Aber sonst ist die Stabilitätsbalken, der ist ein bisschen schön hoch. Da, außerdem ist das auch noch ein Crash-Auto. Da werden die es heute aber ein bisschen schwerer haben, uns zu tackeln, aber wenn sie am Arsch kommen, dann. Komm, sei jetzt, sorry. Also am Arsch kann ich auch und hab den Tackle verpasst. Jo. Tada! Und tschüss. Na. Oh, ich freue mich, wenn wir diese Wagen auch dann irgendwann haben. Also von unseren Verfolgern. Aber die kriegen wir erst ein bisschen später. Späteren Verlauf des Spiels. Alter, hallo. Oh, dachte, der Christian Transporter. Was heißt denn Siege? Der Krieger 616 Sport fährt gerade durch die Straßen von Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen.
Yo. Hey, hier spricht Atomica auf Crash FM. Einer der vielen Vorteile von Paradise City ist, dass man keine Garage braucht. Ihr könnt eure gesamte Autosammlung auf jedem Schrottplatz abstellen. Besucht einfach den nächsten Schrottplatz und steigt in einen Schlitten, der zu eurem Fahrstil passt. So. Jo, das war's, Alter. Der Wagen fährt sich, wie gesagt, ein schönes, robustes Ding. Bisschen schwerfällig beim Fahren, also beim Lenken, aber sonst an sich ist ja nicht schlecht. Ja, und uns erwarten zwei neue Autos, die wir wieder wegpoken müssen oder können. Naja, wir müssen einfach diese Autos, diese gegnerischen Fahrer einfach wegdrängen von der Straße, um ihre Autos zu erhalten. Das waren zwei Neuheiten. Jo, ich hoffe, euch hat's gefallen, mir wieder zuzugucken, wie ich hier durch Paradise City heize. Und ja, ein Däumchen nach oben, würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr ihn da lassen würdet. Und ja, trilala, tralala, Paradise macht immer noch Laune. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Let's Play Burnout Paradise Remastered. Also, haut rein und macht es gut. Ciao. Tschüss.